Hallo, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Age of Empires 3. Und das Erste, was ich sehe, ist, wir haben mehr Einwohner als Häuser. Fortfahren. Oh, haben wir denn Kommandantin? da so einen komischen Durchbauers? Zu Recht. Danke, danke. So, da. Der hat uns das Holz weg, sehr gut. Ja, der Handelsposten ist ja da hinten. Den sollten wir vorher einnehmen, bevor wir irgendwas anderes machen. Nur die paar Leute werden da nicht reichen. Ready. Was brauchen wir denn? 1, 2, 3. Und noch ein Haus, bitte, danke. So, Ulanen. Ich werde da zwei davon nochmal dezent zum Angriffsteam schicken. Jawohl. Ja. Das kann dauern. So, du gehst jetzt auch Holz hacken. Ich brauche mehr Holz. Dringendst. Sofort. So, da kommt einer durch, ja. Das haben wir nicht schlecht. So, da. Ready? Noch eine Holzhackerin. Hacke fleißig und erfolgreich. So. Wird sie das überhaupt was bringen da um mich? Ich weiß ja nicht. Ready? Yes. Gehocken. Ein Poster. Commandement. Aber ey, Moment mal. Heil. Hat der noch ein Häuschen? Recht. Dann Ready. schicke ich den jetzt noch rauf. Und dann wird er mal einfach probieren. Probieren geht über studieren. Naja, wohl mit dem paar. Ja, kommen morgen Black da gleich mitschicken. Naja, ist eigentlich auch wurscht. Yes, I'm going now. Und Attacke! Ja, ein paar Gelbe folgen uns. Auch nicht schlecht. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Aber in der Zwischenzeit braucht man natürlich noch mehr Truppen. Also, nehmen wir mal den hier. Was haben wir hier? Jawohl. Geht ja. Und wir nehmen den hier ein. Ja, oh Gott, das dauert immer so ewig lang. So, willst du dabei was zum Erzählen? Na, natürlich nicht. Ready. So, das schicke ich gleich mal rauf. Den wird einmal durchbauen. Achso, da muss ich rundherum alles zerstören, damit ich. Ah, okay. Damit ich die einnehmen kann, oder wie? Schaut wohl so aus. Na dann mal los. So, nebenbei mal was trinken. Oh Gott, das kann dauern. Aber die wehren sie ja schon wieder nicht. Ich hab's ja gar nicht auf leicht eingestellt. Bereit. Wird erledigt. Verstehe ich nicht. Naja, gut. I'm ready. So,
Weg mit dem Dorfzentrum. Nee, jetzt soll das Dorfzentrum angreifen, danke. Die Verstärkung ist unterwegs. Drei Mann. Einer beschossen. Von wem? Da haben wir den Übeltäter. So. Das Dorfzentrum vielleicht. Und hey, warte mal, der Healy ist down. Hahaha. Ich weiß nicht, wie jetzt da den Indias dazu passen, aber naja, gut. Wir kämpfen uns einmal durch das Tor. Und wir haben das Dorfzentrum. Wie schaut's mit Verstärkung aus? Gold, Gold, ja. Ja, ready hier. Hacke die Holz. Dich brauche ich. Ja, du hast da rechts. So, jetzt muss man jetzt an der Zeit halt da drei werden, eigentlich ganz was anderes machen können. Naja, egal. Ja, klar, die haben gleich die ganzen Jägereinheiten, eh klar. Ey. So. Ja, gut. Schicken wir mal die Verstärkung rein. Und Männer nach oben. Gibt's da ja nicht. Ja, sicher. Ich hätte jetzt eine ganz blöde Idee. Ja, da gibt schon Mörser, das wäre natürlich jetzt super praktisch. Also den brauche ich mal an der Front, danke. Die Einheit muss auch schnell weg. Die könnten ja mittlerweile von unten angreifen. Wenn die schon da sind. Kann ja nicht umsonst da sein. Hehehe. Oh Gott, die verrechnen nach der Reihe. Okay, Rückzug. Yes. Commander Mund? I mean so. Wie zeigt doch, der steht da und da nix. Das ist so nervig zwischendurch. Hier. Greifen die jetzt auch an, oder wie? Ja, mit den paar Männern kommen die jetzt sicher weit. Wow, es geht eine Fregatte, aber keine Mörser. Gold in Holz. Achso, ja, weiter mal nicht kommen, sobald der da ist, beschießen die zwei den. Schauen wir doch einfach mal. 13-3, das könnte hinhauen. Oder auch nicht, okay. Yes. Achso, hab schon gedacht, die waren da Gruppenkuscheln. Ready. Yes.
Avons! Und wo soll da ein Fort sein? Yes? Come on, Imena so! Yes! Und weg damit! Imena so! Vordermann? Ready, Ewok! Etwas schießen, der bitte normalerweise müsste das mehr Schaden machen. Ready. Ready. Na, ja, wurscht. Vordermund, Leo, Gewiss. Es geht ja doch was weiter. Hey, jawohl. So, mal dazu machen. Verkaufen? Hi. Wieder kein Gold. Ja, es wird Zeit für eine Plantage. Dazu hätte ich das Holz ausgeben sollen. Commandement. Was wird Käse? Gibt's ein Fort? Super aus. Ja, danke. Yes. Ja. Mal ein bisschen die Dorfbewohner von denen beschießen. Ready. Attack. I'm attack. Das Arsenal. Na ja, gut. Yes, ist es nicht gerade das super Highlight mit dem Arsenal, aber vielleicht mit dem? Da wäre noch ein Dorfzentrum. Yes. Und ja, da geht man schon die ganze Zeit auf den Arsch. Aber nicht mehr lange, hahaha. Ready. Sonst noch was in Reichweite? Nee, nichts Gescheites. What is your command? Attack! Kommandamente! Yes. So, leg gleich als Verstärkung rein und... Ha! Vertrauen? Plantage, Plantage. Hierhin. Kirche. Brauche ich da mal auch nicht wirklich. Achso, und die Trottel wollte gerade vorhin eine Geschützgießerei bauen, aber ich habe ja auch nicht da. War ich wieder übergescheit. I'm ready. I'm attack. Yes, it. Schauen zu, wie der Feind da Gebäude baut. Hallo. I'm attack. Weg damit. So, suchen und vernichten Sie die Befehlszentrale. Ach so. Okay. Yes. Nichts leichter ist das. Attack. Und vorher noch. Aha. So. Arme Jungfrauen erschlagen. Ist eigentlich mein schönes Geschütz schon weg, ja? Ich weiß zwar nicht, was ich sie bringen soll, aber na gut. Wow, sie können mehrere Einheiten machen. Wow. Commandament, Imena so. Ora hotte, jekadenti. Und alles rein. Und natürlich auch nachproduzieren. Einmal, zweimal. Kaum. Der Held stirbt, ist ja klar. Sie haben gewonnen. Ladebildschirm, hu. Colonel Washington.
Kein Zeichen von Warwick oder meinem Onkel. Da, eine weiße Fahne. Seid ihr John Black? Wer will das wissen? Ich bin Colonel Washington. Warum kämpfen eure Söldner für die Franzosen? Wir geben auf. Gebt uns nur Warwick. Warwick ist ein Verräter. Er hat den Angriff auf die Indianer ohne das Einverständnis der Krone befohlen und wird dafür büßen. Er wird euren Irokesenfreunden keine Schwierigkeiten mehr machen. Er hat meinen Onkel. Dann fürchte ich, ist er tot. Wenn ihr Warwick verfolgen wollt, habt ihr die Unterstützung der Briten. Ah, ja. Er ist nach Westen gegangen, zum Huronsee, mit einer Handvoll Verräter. Zum Huronsee? Glaubst du, Warwick ist ein Mitglied dieses Zirkels? Ja, und es ist gefährlich, ihn zu verfolgen. Nona Key sollte hierbleiben. Du wirst sehen, meine Schwester trifft eigene Entscheidungen. Wir bringen den Verräter zur Strecke, Colonel Washington. Ja, probier mal eine Frau zu irgendwas zu hindern. Also vor Gefahren zu beschützen, das funktioniert ja nie. Also wenn die unbedingt mit will. Okay. Bevor ich noch weiter Blödsinn rede, was nehme ich denn da? Kathedrale? Nee. Nee. Wie schaut's denn jetzt eigentlich? Gibt's da keine? Na. Schade. Ich glaube, ich nehme das. Okay, Heimatstadtmäßig Boston. Naja. Ja. Goodman's Emporium. Wow. Physical. Naja. Spielen. John und Kayenke sind auf dem Weg nach Westen. Noenki, Kayenkes willensstarke Schwester, begleitet sie. Ha! Habe ich gesagt. Washington hat Hilfe zugesagt, aber werden seine Schiffe rechtzeitig eintreffen? Große Seen. Der Feind der Familie. Die Knochengarde. Das ist unmöglich. Was will dieser Zirkel von deiner Familie? Sie sind Verrückte, die einer alten Legende nachjagen. Sie glauben, dass mein Großvater Morgan wusste, wo sich der Jungbrunnen befindet. Und wusste er es? Es ist nur eine Legende. Komm, mein Onkel ist irgendwo da unten. Ja, der alte Bekannte. Die großen See. Das Holz der Bäume in diesem Gebiet eignet sich nicht zum Schiffsbau. Wir müssen uns auf unsere Marine verlassen, Colonel Washington. Meine Schlachtschiffe werden bald in diese großen Seen vorstoßen. Inzwischen sollten wir hier ein Lager errichten und einige Kanonen bauen. Einige Kanonen bauen. Herr N. Nichts lieber ist das. Na gut, Ja. 1, 2, 3, jagen. Jetzt 2, 3, Gold. Yes, heil. 1, 2, 3, Holzsacken. Ready. 5 Holzsacken. Was bauen wir? Wir sind im Zeitalter 2. Viehstall? Nee. Aha. Natürlich, ich kann keine Mauer bauen. Für was noch eine Mauer? Für was? Urecht. Ernsthaft. Urecht. Häuser. Und vielleicht. Achso, Hafen. Ah ja. Nee, geht ja nicht. Ja, kein Wunder, dass. Ja, egal. So, da. Wie es hier weitergehen wird, zeige ich euch in der nächsten Folge. Und bis dahin.
Ja, einen schönen guten Abend noch oder guten Tag, wie auch immer, und tschüss.